Gleich in wenigen Minuten startet die Pressekonferenz von Horst Seehofer, der ja beim Parteitag der CSU im Januar nicht noch mal als Parteichef antreten will und dazu jetzt gleich Rede und Antwort stehen wird im Presseclub in München. Hier werfen wir einen ersten Blick hinein. Noch tut sich nichts und deswegen nutzen wir die Gelegenheit, noch einmal zu sprechen und zwar mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Herzlich willkommen hier im Studio. Hallo. Lassen Sie uns zunächst mal vielleicht zurückschauen auf die Amtszeit, die 10 Jahre, die Horst Seehofer die CSU geprägt hat. Was sind die herausragendsten Merkmale in dieser Zeit? Was fällt Ihnen da ein? Also ich würde sagen, zunächst mal ist es ja eine sehr Kontinuität in der Person. Erfolgreiche Landtagswahlen, wenn wir an die absolute Mehrheit zurückdenken, das ist einmalig und ist natürlich ein Verdienst, den er sich auf die Fahne schreiben kann. Ich würde auch sagen, eine sehr souveräne, solide Zusammenarbeit mit der Schwesterpartei, mit der CDU gehört dazu. Wobei man vielleicht die letzten 1,5 Jahre jetzt mit Blick auf bestimmte Themenbereiche ein Stück weit mal außen vor lassen muss. Aber er hat die CSU sehr erfolgreich als Parteivorsitzender geführt und natürlich auch in einer Tradition großer anderer CSU-Parteivorsitzender. Also die Kontinuität auch in der Personalunion mit dem Amt als Ministerpräsident ist sicherlich das, was den meisten auch in Erinnerung bleiben wird. Große Kontinuität, sagen Sie, auch durchaus erfolgreiche Momente. Trotzdem hat sich das Ganze am Ende gewandelt. Horst Seehofer war quasi ja ein wenig zum Rückzug gezwungen. Woran hat das gelegen? Also ich würde sagen, nach jetzt nun mal 10 Jahren ist es ja schwierig oder nicht einfach in der Politik, den Moment zu finden, in dem man galant den Rückzug antritt. Das merken wir auch bei anderen Politikerinnen und Politikern. Bei ihm war es sicherlich jetzt so, dass in der Kombination mit dem Amt des Bundesinnenministers und dem Zwist in der Großen Koalition in Berlin natürlich diese Debatten und Diskussionen auch durchgeschlagen haben auf die Landesebene und dann natürlich auch die politische Ausrichtung der CSU, härterer Kurs in der Migrationspolitik zum Beispiel, was ja ein großes Thema von Horst Seehofer war, nicht immer d'accord ging mit den Nachfolgern und der jungen Generation der CSU, sodass man das schauen muss oder jetzt dann gesehen hat, dass es Zeit wird, Platz zu machen und eben auch neuen jungen Köpfen eine Chance zu geben. Horst Seehofer ist mittlerweile schon da, unterzeichnet gerade etwas. Unterzeichnet etwas in einem Buch. Wir können noch mal ganz kurz weitersprechen. Würden Sie sagen, er hat am Ende dann den richtigen Zeitpunkt gewählt, sich zurückzuziehen? Oder hätte das durchaus auch schon eher passieren können, zumindest eben als Parteivorsitzender der CSU? Also ich glaube, es war schon ein spätmöglicher Zeitpunkt, den er gewählt hat und hat jetzt gerade so die Kurve bekommen, mit der Übergabe im Januar das galant zu gestalten. Frau Reuschenbach, erstmal vielen Dank. Wir sprechen gleich weiter. Erstmal hören wir aber, was Horst Seehofer zu sagen hat.